Okay, wir gucken uns jetzt die Ruinen in dem Navia-Gebiet an, oder wie das Gebiet sich schimpft. Wieder drei Stück an der Zahl. Ich hab's hoffentlich jetzt keine Probleme damit. Es sollte Level für Level 29 irgendwas sein. Ja. Und? Okay, man muss also die Farben richtig machen, oder? Guten Tag, hallo. Mitkommen. Jeet? Okay. Weg. Weg. Diese Kombine. Mega geil. Also das müssen wir irgendwie aufbekommen. Wir müssen die entweder alle drehen oder eine Kombination rausfinden. Ist irgendwas gezeigt? Nö. Okay, Charakter, verarsch mich halt. Schnack dran vorbei, wenn du genau daneben stehst. Schrecklich sowas. Ui. Kiste, Kiste, Kiste. Nö. Warte, so. Hat man nichts in der Hand. Nehmen wir an, man darf wieder mal das Jetpack nicht benutzen.
Er hatte nicht mal eine Aufladung. Warum? Komme ich nicht hoch. Okay. Okay, ich krieg hier Sachen für ein Relikt, was ich noch gar nicht habe. Okay. Und ich meine, das ist der Bossraum. Ich habe gedacht, das dreht sich automatisch jetzt so hin, weißt du? Dass zusammen mit dem Bossraum-Spawn auch der Weg kommt. Nein. Geht ja mal gar nicht, dass da ein Weg ist. Ah, die schaffen das genauso wenig wie bei Gänchen irgendwie einen Schnellknopf zu machen, um Sets oder Gruppen zu wechseln. Oh, hallo. Ich kenne mich doch. Ich habe versucht, ein paar Mal auszuweichen. Gegner sagt nein. Okay, dann werde ich mir die nächsten Ruinen suchen. Okay, wir gucken uns die nächste Ruine an. Okay, Okay, die machen so eine... Ja. Irgendwie nebeneinander stellen. Wäre das möglich? Gut. So, wir
wollen da drauf und dann da wahrscheinlich. Okay, jetzt ist das da an. Das ist aber nicht an. Das ist schlecht. Aha. Einmal die. So. Da geht's nach da zu der Kiste. Und hier könnte es vielleicht weitergehen. Okay, das heißt, wir gehen erstmal da drüben hin. Wo hast du denn hingeworfen, Alter? Okay, eine von zwei Kisten. Lava-Bomb-Chart. Genau, das Ding wollte ich mir holen. Das muss ich noch machen. Im nächsten Video von der Main Story. No! Dreck. Jetzt hier zurückschwimmen. Na, ich sterbe einfach. Warte. Also ich hasse das. Das können sie bei Genshin rausnehmen, das können sie hier rausnehmen. So Ausdauer im Wasser verlieren und dann daran sterben kannst. So ein Trash. Dann hast du halt so viel Leben. Ich habe über 100.000 Leben. Meine Heilung kann mich nicht heilen. Einfach weil ich zu viel Leben habe. Was soll das? Glaube auch spielen. Hier von irgendeiner unsichtbaren Kante abgerutscht. Und warum haben die Skills so lange Cooldown? Und warum gibt es kein Food, was einen auch 100.000 Leben heilt? Befragen. Was gibt's hier? Oh, hier hat vielleicht mal jemand versucht lang zu gehen. Oh, Dr. Henry. Von denen haben wir schon mal gehört. E1. Hat nicht gereicht, war ja klar. Ja.
Bitte beide angreifen. Es geht nicht. Wo wir das allererste Mal... in so einer Ruine drin war. Da wurde gesagt... Gott. Man kann, wenn man so ein Schild vom Gegner weggehauen hat, auf seinen Rücken jumpen. Genau, und dann kann man da irgendwas machen. Es geht aber nichts. Ist das ein Übersetzungsfehler gewesen? Jetzt muss ich halt das Barfoot nehmen. Hier war jetzt keine Truhe. Hoffe ich zumindest. Ja, wenn da unten schon der Endboss ist, dann muss hier aber irgendwo noch eine Truhe sein. Das war aber... Oh shit, da oben ist noch ein Weg. Da hinten ist noch was. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Eiskalt ignoriert. Deshalb ist hier auch noch so ein Ding zum Hochjieten. Weil hier hätten die Pilze ja eigentlich gereicht. Was ist für hier? Dann... auf den Bombs. Danke, muss weg. Okay. Ja, dann machen wir jetzt den Boss. Also die Ton ist halt eigentlich nicht Wichtiges drin, aber... Also wenn man die ganzen Relikte dann im Kampf immer benutzt, wenn man dann so ein paar Relikt-Charts bekommt, um die dann zu verbessern, ist halt schon nice. Au! So, jetzt gucken wir uns um. Das finale Kammer. Da ist so ein
Cerberus-Vieh. Und da geht ich runter. Bitte nicht anspringen, ich habe nicht so viel Leben. Auch anspucken ist nicht erlaubt. Auch dein Schild hilft dir nicht, ich mache Direct Damage. Das macht direkt Damage. Du kannst du so viel rumspielen, wie du willst. Easy Snack. Okay, ja, also dieser... Diese Armor ist halt schon OP. Ich glaube nicht, dass man die wirklich beim Start sich dann aussuchen darf. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu doll. Das war ja... Genau. Man hat ein Ticket bekommen, das hat man geöffnet und dann war nach dem Öffnen des Tickets kam dann noch eine Auswahlbox, wo man das Ding hat. Das... Die Armor wird man nicht bekommen im richtigen Spiel. Ich kann ja jeden Rune-Endboss damit machen, ohne Probleme. Oh, noch mal ein paar Schultern. Mal gucken, was die für Stats bekommen haben. Oh, ich level up. Nice. Da kriege ich auch noch mal ein bisschen was freigeschaltet. Erstmal gehen wir hier. Big Bang. Equip. Die Schultern. Frostresi. Nee. Ich will die physische Resi behalten. Schade. Das andere war auch. Nicht, ne? Okay. Ja, das andere kann auch weg. Okay, dann sehen wir uns hier beim nächsten Ruinenrun. Die ist irgendwo hier hinten. Also ist nicht weit weg. Okay, ich bin vor der nächsten Ruine angekommen. Und mal schauen, was uns hier drin erwartet. Ich habe auch inzwischen auch den nächsten Daily Dungeon geklärt. Kann hier stehen? Ja. Oh. Den gibt's als World Boss. Beziehungsweise auch als Mini-Boss, wenn man möchte. Ja. Okay. Friere mich halt ein. Ich darf ihn nicht einfrieren. Ja.
Hä? Ich bin doch ausgewichen. Warum durfte er mich wegschlagen? So, bitte. Das jetzt wieder. Das kann doch nicht am Anfang gleich schon der Boss kommen. Hä? Schön. Alles, was ich mich geheilt habe, ist wieder weg. Und das hat... Ah, er darf mich sogar da oben drauf treffen. Was ist das für ein Quatsch? Ja, wenn man Stunt ist, kann man ein paar Food essen. Oh, jetzt steht er zu weit weg. Da. Komm schon. Na. Komm nicht. Ich halt heute schön durch. Als ob, weißt du?
fertig, aber es sind keine Truhen. Hallo, geh da bitte dran vorbei. Nö, nö, nö. Hä? Es sieht halt so aus, als wenn ich jetzt hinten nur noch durchgehen und rausgehen muss. Ja, what the f... Hä? Da. Okay. Aber jetzt verstehe ich, warum einer meinte, der World Boss ist anstrengend. Wenn die ganze Zeit sich schildert und so rumhampelt, kann ich das vollkommen verstehen. Ja, kann ich jetzt natürlich hier nicht zeigen. Kiste, Kiste. Hä? Vielleicht da oben? Irgendwie. Ja, doch, guck da oben. Also man muss da lang kommen. Kann man... Das ist auch so eine Eigenart, die sie von Genshin übernommen haben, dass du in Dungeons keine Wände hochklettern kannst. Ganz schrecklich. Warum? Gibt's gar keinen Grund zu machen. Bosse schießen nicht eh irgendwo runter. Als ob es halt nur der Bossfight ist. Hochgekommen. Warte, guck mal. Kurz einen Dash mal laden lassen. Mal schauen. Fraglich. Aber ich glaube, wenn man es lange genug probiert, dann würde auch das gehen. Okay, dann sind wir durch. Ruine 10.03. Keine Ahnung, warum die ganzen Einmal-Dungeons halt keine Namen haben. Beziehungsweise man muss sie ja dreimal machen. Easy, normal und schwer. Aber ja. Einmal ein dicker, fetter Boss zum Bekämpfen, Patronen zum Einsammeln und den Endload. Reicht. Bis dahin. Ciao, Leute.